Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ludogamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5. Heute testen wir mal den LSPD Panzerwagen. Es handelt sich hierbei um einen Drag, besser gesagt um einen, ja, schon fast, ja, LKW. Ich schätze das Fahrzeug auf ungefähr 4 bis 7 Tonnen. Und hat eine leichte Panzerung. Das Fahrzeug besteht aus einer dünnen Panzerstahlschicht und eben Panzerglas. Das Fahrzeug hat keine starke Panzerung. Das heißt, dieses Fahrzeug bietet keinerlei Schutz gegen Sprengstoffe, aber Schutz gegen jegliche Art von normaler Munition. Um euch das Fahrzeug zu zeigen, wie stark es gepanzert ist, kann ich euch heute mal einen Beschusstest anbieten. Dieses Glas ist Panzerglas, auch wenn dort ein Loch zu sehen ist. Das ist wahrscheinlich ein Programmierungsfehler, aber wie schon gesagt, wenn jetzt hinter dieser Scheibe einer wäre, hätte er nichts abbekommen. Ich habe den Test schon gemacht, das hier ist alles Panzerglas. Keine Kugel durchdringt die Kabine. Wie schon gesagt, lasst euch nicht von diesem Loch beirren, das ist ein Programmierungsfehler. Das Glas hält selbst eine Sniper ab. Wie ihr seht, schieße ich hier mit einer Sniper auf das Glas und keine Kugel durchdringt das Innere. Auch der Stahl hält die Kugeln ab. Selbst Sperrfeuer auf das Panzerglas sorgt nicht dafür, dass das Glas zerspringt. Man ist hier absolut sicher. Gut, das habe ich jetzt nicht dabei, aber ich habe halt hier Pistolen. So sieht es auch im Krieg aus in Los Santos. Die Frontscheibe ebenfalls aus Panzerglas. Mehrere Zentimeter dick. Kein Durchdringen. Kein Durchdringen. Das Problem bei diesem Fahrzeug, und das ist nun mal das Problem in Los Santos, die Leute haben Raketenwerfer, Handgranaten, Haftminen, und dafür ist dieses Fahrzeug nicht ausgelegt. Ich wiederhole, nicht ausgelegt. Das Fahrzeug explodiert in einer gewaltigen Explosion. Die Reifen kann man zwar zerschießen, aber das Fahrzeug ist dennoch noch manövrierfähig. Oder wie das heißt, keine Ahnung, wie das Wort heißt. Auf jeden Fall, das Fahrzeug kann man noch relativ gut steuern. Wir machen mal die Türe auf, verpissen uns gleich von der Türe und können die zentimeterdicke Panzerung erkennen. Das ist zwar alles schön und gut, aber wie schon gesagt, es hat eine leichte Panzerung und diese leichte Panzerung kann man durch Sprengstoff zerstören. Wer ein Fahrzeug haben will, was eine RPG-Granate oder zwei oder drei Handgranaten verschlucken kann, dann würde ich euch auf jeden Fall den Rhino-Panzer empfehlen, den einen Panzer, den man kaufen kann ab Level 70 erst im Online-Modus. Da könnt ihr wirklich im besten Fall so einen Anschlag mit Sprengstoff überleben. Wir testen jetzt eine Handgranate. Circa 12 Gramm Sprengstoff. Es ist genau das passiert, worauf ich hindeuten wollte. Das komplette Fahrzeug ist zerstört. Kein Überleben wäre in diesem Fahrzeug möglich gewesen. Selbst der Innenraum total zerstört auf jeden Fall. Die Panzerung ist wirklich nur sehr dünn bei dem Fahrzeug und dieses Fahrzeug schützt nur vor Kugeln und ist somit in meinen Augen eine riesige Zielscheibe. Um Geld zu transportieren oder um keine Ahnung was zu transportieren, ist das Fahrzeug vielleicht gut, aber den Präsident von Los Santos, den würde ich da drin nicht transportieren. Dann würde ich lieber einen Panzer nehmen,
Und wenn ihr eher auf Sicherheit getrimmt seid, fahrt bitte nur mit dem Panzerfahrzeug, mit diesem Rhino-Panzer. Noch ein paar Begleitfahrzeuge und dann ist das Ding sicher. Aber das hier, das ist ein Witz. Das Fahrzeug ist ein Witz. Es hält Kugeln ab, aber Handgranaten, Sprengstoff. Oh nein, das nicht. Haut rein, Leute, das war der Beschusstest vom Beschussamt der junge Zocker.